scheiß Ampel. Stehen wir schon wieder. Da kann die Ampel nichts dafür, ist ein deterministisches System. A was? Determinismus. Verhält sich genauso wie vorgeben. Na und was ist da vorgegeben? Ein Blödsinn ist da vorgegeben. Na so kann man das nicht sagen. Ist ja durchaus gescheit. Schau mal, so eine Ampel hat verschiedene Zustände. Ja, die Ampel ist ein Zustand. Na, aber anders als du meinst. Schau, jetzt ist rot. Ja. Und nach 30 Sekunden wird es dann gelb. Jetzt ist grün. Grün, schau. Also. Du wirst du sicher wissen, was nach grün kommt. Weil wir haben ja noch nicht alle Farben, das heißt alle Zustände durch. Ja, weil nach 30 Sekunden wird es wieder gelb und 5 Sekunden später ist rot. Und dann sind wir am Anfang. Ja. Na, jetzt können wir aber dann fahren, nach die 30 Sekunden. So einfach ist das nicht. Weil es gibt ja noch andere Seiten von der Ampel. Von der wissen wir ja noch überhaupt nicht, wie sie sich verhält. Weil, wenn es da rot ist, ist da grün. Und wenn es da grün ist, ist da rot. Das heißt, wir haben parallele Zustandsfolgen. Für jeder Seite eine. Und wenn es da rot ist, haben die Fußgänger grün. Schau, da redet eh schon einer. Und wenn wir die auch noch berücksichtigen wollen, na servus, das wird aber ganz schön komplex. Ja, naja, so interessant ist das nicht, Professor. Ich glaube, ich fahre dann lieber weiter, gell? Okay. Naja, aber spannend ist das schon, wie das alles zusammenhängt. Naja, wenn es so weitergeht, wirst du mir nur modellieren. Hm? Damit weiß auch unser Dachsler Manfred, dass eine Ampel ein deterministisches System ist. Und den zugehörigen Determinismus habe ich in einem Zustandsdiagramm festgehalten. Wollen wir uns nun den Determinismus des Zustandsdiagramms im folgenden Beispiel ansehen. Während unserer Taxifahrt habe ich unserem Taxler Manfred zuerst die Autofahrerampel in unsere Richtung erklärt. Danach habe ich ihm mitgeteilt, wir müssen ja auch noch die Autofahrerampel in die andere Richtung betrachten. Und letztendlich gilt es auch noch, die Fußgängerampeln in beide Richtungen zu berücksichtigen. Wenn man das so modellieren würde, hätte man eine Bottom-up-Modellierung. Diese wäre jedoch viel komplexer als eine Top-down-Modellierung. Bei der Top-down-Modellierung frage ich mich, welche übergeordneten Zustände gibt es denn bei unserer Ampel? Und hier erkenne ich im Wesentlichen drei Zustände, nämlich einen Zustand, wo die Nord-Süd-Richtung Priorität hat gegenüber der West-Ost-Richtung. Einen Zustand, wo es genau umgekehrt ist, das heißt, wo die West-Ost-Richtung Priorität gegenüber der Nord-Süd-Richtung hat und auch noch eine Wechselphase, eine Gelbphase. Das Ganze läuft dann so ab, dass man sich 30 Sekunden in der Priorität Nord-Süd befindet und nach 30 Sekunden geht es in die Wechselphase. Dort verbleibt man für 5 Sekunden und es geht zur Priorität in die andere Richtung, nämlich West-Ost. Dort verbleibt man 30 Sekunden, es geht zurück in die Wechselphase und bei der Wechselphase ist es wieder so, dass man nach 5 Sekunden in die Priorität Nord-Süd wechselt. In dem Beispiel bis jetzt haben wir jedoch einen Fehler. Wenn ich nämlich die Wechselphase betrachte, so gibt es zwei ausgehende Transitionen, die genau dasselbe Ereignis tragen, nämlich dass man nach 5 Sekunden wechseln soll. Dann ist es natürlich nicht klar, ob man nach 5 Sekunden in Priorität Nord-Süd oder Priorität West-Ost wechselt. Damit das eindeutig wird, müssen wir eine Schaltervariable einfügen. Die nennen wir X. Das heißt, beim Eintritt in Nord-Süd setzen wir die Schaltervariable X auf 1. Wenn ich hier nach 30 Sekunden in die Wechselphase komme, ist X immer noch 1. Und dieses X ist gleich 1, füge ich jetzt als Bedingung an für den Wechsel in West-Ost. Beim Eintritt in West-Ost setze ich die Schaltervariable auf 0. Das heißt, wenn ich nach 30 Sekunden in die Wechselphase komme, so ist X immer noch 0. Und dann ist diese Bedingung hier, die ich einfüge,
x ist gleich 0 erfüllt und man geht zu Priorität Nord-Süd. Damit ist ein Kreislauf sichergestellt. Jetzt müssen wir uns das Innenleben unserer übergeordneten Zustände ansehen. Machen wir dies zuerst an der Priorität Nord-Süd. Das heißt, im Innenleben gibt es zwei parallele Zustandsfolgen, nämlich eine für Nord-Süd und eine für West-Ost. Wenn Nord-Süd Priorität hat, dann haben wir ein Go für Nord-Süd und ein Stopp für West-Ost. Bei der Priorität West-Ost ist es umgekehrt. Hier hat Nord-Süd ein Stopp und West-Ost ein Go. In der Wechselphase gibt es Gelb sowohl für Nord-Süd als auch Gelb für West-Ost. Bei all diesen Zuständen haben wir eine Subzustandsfolge, was durch dieses Brillensymbol ausgedrückt ist. Das heißt, Go hier und Go hier rufen beide dieselbe Subzustandsfolge auf, nämlich diese Go-State-Machine. Innerhalb von Go muss ich unterscheiden die Autos und die Fußgänger. Das heißt, die Autos am Beginn der Grünphase zeigen eine grüne Ampel an, das für 25 Sekunden, und dann wird die Ampel auf grün blinken umschalten. Für die Fußgänger geht es hier mit grün los, aber es ist nicht so lange grün, weil die gehen ja langsamer als die Autos fahren, und bereits nach 20 Sekunden wird hier auf grün blinken umgeschaltet und nach weiteren 5 Sekunden geht es für die Fußgänger bereits in rot über, obwohl sie sich in der Go-Phase befinden. Jetzt könnte man sich fragen, ja, warum habe ich denn da nicht den Ausgang, dass nach weiteren 5 Sekunden es zu gelb wird? Nein, das muss ich nicht betrachten, weil das ist rein die Go-Phase und diese Go-Phase befindet sich in diesem Zustand hier beispielsweise, Nord-Süd, und hier wird nach 30 Sekunden sowieso gewechselt. Das heißt, damit ist implizit gegeben, das dauert 25 Sekunden, insgesamt dauert die ganze Phase 30 Sekunden, das heißt, es wird 5 Sekunden grün blinken und hier auch noch einmal 5 Sekunden rot sein. Gut, nicht nur die Go-Phase ist eine Subzustandsfolge, sondern auch die Gelbphase. Die ist relativ einfach. Wir haben wieder eine Unterscheidung zwischen Auto und Fußgängerinnen. Und hier ist es gelb für die Autos und rot für die Fußgängerinnen. Und als letztes sehen wir uns noch die Stopp-Zustandsfolge an. Bei Stopp ist es noch einfacher, nämlich wir unterscheiden zwar zwischen Autos und Fußgängerinnen, doch es ist für beide letztendlich rot. Somit haben wir eindeutig festgelegt, wie eine Kreuzung gesteuert werden könnte.